Survival-Messer muss ja immer fett und stark und kräftig und ja sein, oder? Kann das hier ein Überlebensmesser, ein Survival-Messer sein? Wenn du glaubst, dass ich eine Schraube locker habe und wissen willst, was ich mit dem mache, dann bleib dran. Hallo, willkommen aus der Rheine Ross am Bushcraft Area hier in Niederösterreich. Schön, dass du wieder dabei bist. Dort kann so ein Messer ein Survival-Messer sein. Und wenn du jetzt innerlich denkst, dieser Mann, der muss einen Knall haben, dann hast du recht, aber nicht aufgrund meiner Aussage. Das hier ist ein ganz normales Werkmesser. Wir nennen die Stanley-Messer hier in meiner Familie. Ich weiß nicht, wie du das nennst, aber wie auch immer, du kennst das ganz einfach. Das sind ganz günstige Arbeitsmesser, wo man die Klinge, dieses Rasiermesser scharf natürlich, die man sehr leicht wechseln kann. Das Ding hat wirklich kein Gewicht. Also ich möchte gleich etwas dazu sagen. Weißt du, ich bin ein Gewichtsfetischist. Nicht, was mich betrifft, sondern meine Ausrüstung natürlich. Und das hat überhaupt kein Gewicht. Und das kannst du immer dabei haben. Und das ist eine sehr feine Sache. So. Schnitzen. Fangen wir mal beim Schnitzen an, ob es das überhaupt kann. Ich fahre nicht komplett raus. Ja, ich fahre nicht die komplette Klinge raus, weil ich keinen Knall habe. Ich meine schon, aber wenn ich die ganze Klinge rausfahren würde, dann kann es mir brechen, das Teil. Ich habe jetzt hier eine Kirsche, das ist Kirschholz. Ich setze das hier ganz knapp an und ich kenne viele Messer, die teurer sind, die sich Survival-Messer schimpfen, die das hier zum Beispiel nicht so einfach hinkriegen würden. Ich zeige dir jetzt noch eine Technik. Ja, vielleicht sagst du, ja Rainer, das war ganz dünn, das ist ganz einfach. Ich nehme mal was Dickeres. Ich nehme mal was Dickeres und ich verwende hier die sogenannte Biber-Methode. Die Biber-Methode bedeutet, dass ich von allen Seiten hier, ich drehe das immer wieder und hier an der Sollbruchstelle, dort wo ich das ablängen will, also da wo ich es kürzen will, dann drehe ich um und arbeite wie ein Biber. Wenn dich solche Techniken interessieren und wenn du wirkliches Survival-Wissen aufbauen willst, dann gebe ich da unten den Link auf meinen Survival-Mentor. Das ist ein Survival-Coaching, wo ich dir solche Tricks und viele andere Sachen ein ganzes Jahr lang zeige und dir ganz einfach die Möglichkeit gibt, dein Survival-Wissen zu erweitern. Also das ist einmal überhaupt keine Geschichte, wie man so schön sagt in Österreich. Und dann hier eine Spitze zu machen, das ist auch keine Geschichte, wie man in Österreich sagt. Also das macht das natürlich alles mit. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst Rinde abschälen, das geht alles pipi-fein mit diesem Messer. Das ist ein Trick, den ich, wie gesagt, normalerweise nur im Survival-Mentor herzeige, aber weil mich auch viele Leute fragen, Rainer, was ist dieser Survival-Mentor, was kann ich da lernen, ich bin eh schon so gut. Du kannst mir sicherlich nichts Neues beibringen, du Eierbär. Vielleicht doch. Ich schau da unten den Link an, du kannst das um 1 Euro mal testen und dir anschauen, ob ich was drauf habe und dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall, Schnitzarbeiten sind überhaupt kein Thema und besonders mit so einem Stanley-Messer, wie ich das nenne, ist das alles überhaupt keine Geschichte. So, jetzt kannst du sagen, ja, das glaube ich dir ja noch, aber was ist mit einer Kerbe? Ja, eine Kerbe für eine Falle oder was, schlag mich tot, ich habe keine Ahnung. Dann gehe ich da mal rein. Schnitz da vor. Wichtig ist nur, dass ich nicht die gesamte Klinge verwende. Und schnitz das hier an. So. Und die Sache ist wiederum erledigt und ich habe eine Kerbe. Wenn ich sage, ich brauche für eine Viererfalle zum Beispiel eine Spartel oben, ja, für das Trägerholz. Also eine Viererfalle soll eine Schlagfalle zum Beispiel. Am gescheitesten für eine Schlagfalle. Da braucht man dann solche Kerben und solche Spachteln und wie das alles heißt. Also es ist einmal alles überhaupt kein Thema. So, und jetzt kommt der nächste Vorteil. Wenn du der Meinung bist, dass das hier einfach nichts mehr schneidet, weil es stumpf ist, dann brichst du nur diesen Teil, diesen vorderen Teil, kann man wieder scharf schalten. Das tut sie jetzt leider nicht, aber glaub es mir, da ist so eine Sollbruchstelle. Und damit kannst du das hier an der Stelle abknacken. Ich mache das nicht mit der Hand, weil ich einfach Angst habe. Das macht man normalerweise mit einer Zange. Aber das kann man auch mit einem Stein machen, zeige ich dir dann nachher. Das ist einmal die eine Variante. Das andere ist jetzt, du hast auch hier einen scharfen Klingenrücken, mit dem wir den Feuerstahl bedienen können. Aber weißt was, bevor ich jetzt blöd herumröte, zeige ich dir ganz einfach, was ich meine. Hier ist eine umgefallene Birke und in der Rheine Ross am Bushcraft Area, das ist ja ein Areal, an dem du Survival und Bushcraft Training machen kannst, umgefallene, tote Bäume, das ist alles überhaupt kein Problem, das darfst du hier machen, wenn du dich hier anmeldest, auch da findest du die Links unten im Beschreibungstext, schau dir das ganz einfach an, die hat wahrscheinlich der letzte Sturm hier umkaut, diese Birke hier, und ich schäle das jetzt mal. Ja, da könnte man auch schöne Schüsseln oder andere Behälter damit machen, aber das ist jetzt gar nicht mal der Punkt, aber das ist mit diesem Messer hier wunderbar, wirklich wunderbar gegangen. Ja, und jetzt zünden wir mit dem Feuerstahl an, oder?
Ja, dann nehme ich das Stück Birkenrinde und schneide mir das in kleine Streifen hier runter. Die werde ich dann nachher brauchen, besonders wenn ich viel Birkenrinde habe, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Das lege ich mir auf die Seite, da könntest du auch noch ein bisschen mehr machen, aber dazu später. Dann nehme ich mein Stanley-Messer, oder wie heißt denn das bei dir daheim? Schreib unten einen Kommentar, das würde mich interessieren. Und schabe jetzt hier von einer Seite das Material der Birke, diese feine Haut, die da entsteht, und das ganz feine Material zu mir. Die Birke hat einen ganz großen Vorteil, das weißt du, da sind Harze und ätherische Öle gespeichert. Und ja, die brennen halt recht gut. Und das geht auch beim feuchten Zustand, meistens, nicht immer, aber häufig. Und ja, das schauen wir jetzt ganz einfach einmal rein. Und wenn du glaubst, du hast genug, dann geh und mach noch einmal so viel. Das ist auch so eine Survival-Regel, die ich für mich entdeckt habe und an meine Schüler und Schülerinnen, die zu mir kommen, weitergebe. Ja. So, das fügen wir da jetzt schön zusammen. So, das gehen wir auf die Seite, das werden wir jetzt hoffentlich nicht brauchen. Dann den Feuerstahl, ich lege den wirklich da so richtig schön auf. Und ich weiß, dass man das mit einem Messer, mit dem Messerrücken mache ich das jetzt. Nicht unbedingt, vielleicht hat man ja einen Schaber dabei, aber da zahle ich den nur, damit du siehst, dass das geht. Dann arbeite ich hier ein bisschen Späne ab ins Material. Das hat einen ganz großen Vorteil, weil dadurch liegt schon ein bisschen Magnesium hier im Material. Das ist auch so ein kleiner Trick, den du benutzen kannst. Und dann zünden wir es an und dann brennt die ganze Sache natürlich an. Dann gleich umheben, das ringelt sich dann ein und dann kannst du diese kleinen feinen Teilchen hier auch oben dazugeben. Und ja, wenn du es schaffst und dir nicht die Finger verbrennst, so wie ich, ja, und kannst im Endeffekt das Feuer anzünden. Ich weiß, dass das mit einem anderen Messer auch gegangen wäre. Also das ist jetzt, da brauche ich kein Stendl-Messer dazu. Aber es geht auch mit dem. Also auch diese Aufgabe, die kann ich erfüllen. Aber es gibt etwas, das kann das Stendl-Messer nicht so einfach. Ja, und das ist Betoning, Batonieren, also Sachen spalten. Ich habe jetzt hier einen Haselstock und den bearbeiten wir. Denn ich weiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glockmesser oder irgendein starkes, fettes Mörder-Survival-Messer dabei habe, das auch robust ist, Fulltang und all das hat, und ich mag das übrigens auch, ich mag Fulltang-Messer, und das ist ja auch keine Schande und das ist ja auch nicht schlecht. Und dieses Video soll jetzt nicht heißen, schmeiß dein robustes Messer weg. Ganz im Gegenteil. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber es muss auch anders gehen. Jetzt habe ich hier mir den oberen Teil, das habe ich mir so ein bisschen angespitzt und ein bisschen abgefasst, damit es ein bisschen mehr aushält. Und hier unten mache ich mir jetzt einen Spaltkeil rein. Mit derselben Technik wie vorher. Und zwar, ich mache die Biber-Technik. Das heißt, ich gehe von allen Seiten hier mal ein Stück rein und bilde mir hier an der Stelle eine Sollbruchstelle. An der Stelle eine Sollbruchstelle. Naja, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Und gehe hier wie ein Biber. Vom Biber abgeschaut sozusagen. Ne? Und wenn das noch nicht brecht, weil es ganz einfach zu stark ist, dann gehe ich noch einmal rein und schnitze noch einmal einen Teil rein. Und so gehe ich vor. Wichtig bei dem Stanley-Messer, bei diesen Messern ist, dass du ein bisschen trainiert hast und dass du wirklich auf Arbeitssicherheit massiv achtest. Das ist auch etwas, was mir in dem Survival-Mentor-Programm, das ist schon wieder billige Eigenwerbung da rein, ja, aber trotz alledem, was mir sehr hohes, das mir sehr wichtig ist, weil Risikomanagement, Gefahrenmanagement, das hat etwas mit Survival zu tun, mit Überleben, damit ich erst gar nicht in die Rue de la Gac, wie man so schön sagt, kommt. Schau her, jetzt habe ich es wie ein Biber abbissen, sonst kann ich es abbrechen. Gut, und jetzt gehe ich her und ich verwende jetzt hier einen Power Cut und mache mir hier, aufpasst, dass das nicht bricht. Wenn du merkst, das ist langsam, weil die sind relativ flexibel, dann musst du ein bisschen ruhiger angehen. Na, dann machen wir jetzt nicht den Power Cut, weil ich will jetzt keinen Unfall riskieren, besonders habe ich noch gerade vorher blöd geredet. Also da ist es oft so bei den Stanley-Messern, da musst du ein bisschen Ruhe geben, weil die einfach so wackelig sind. Das ist einmal ein Nachteil. Ein anderer Nachteil ist natürlich auch, sie werden relativ schnell stumpf im Vergleich jetzt zu massiven Hochleistungsstahl und was weiß ich, was es da alles gibt. Ne? Das ist kein Vergleich. Ja? Muss man fairerweise dazu sagen, das ist natürlich alles kein Vergleich und du kannst sie auch also, so richtig echt voll nachschärfen. Natürlich kann man da wieder ein bisschen drüber gehen, aber so richtig nachschärfen, das spielt es irgendwie nicht. Aber gut, alles hat Vor- und Nachteile. Nichts auf der Welt ist nur gut. Nichts auf der Welt ist nur schlecht. Also es gibt jede Ausrüstung hat zwei Seiten, sofern sie denn funktional ist. Ja, also wenn es ein klumpert ist, weil die irgendwann einen Schaß produziert haben, dann natürlich nicht, aber sonst ist ja das überhaupt kein Thema. Und da, in diesem Bereich, da werde ich jetzt flach. Bitte nicht zu flach. Ja, das wird so richtig schön
zum Angespitzt. Da schlagen wir jetzt dann nachher rein. Nicht zu flach, damit es nicht brechen kann. So, und von dem mache ich mir jetzt zum Beispiel einen oder einen langen oder mehrere. Und ich kann damit auch mit etwas Geduld natürlich auch sowas hier spalten. Werden wir jetzt hier nicht tun, weil ich habe die nächste Stunde noch was anderes zu tun. Aber es geht. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Also, du willst jetzt was spalten und nimmst da dann einen Schlegel und klopfst das rein und pipapo. So. Hat der Felix Himmler mit dem Taschenmesser, mit dem Victorinox-Messer auch geschafft. Warum sollte das mit dem hier nicht gehen? Also, das ist eine Technik, um das zu spalten. Braucht man halt ein bisschen mehr. Aber, und jetzt der Punkt. Beim Überleben, bei Überlebenssituationen, sage ich, eine meiner Survival-Regeln ist immer Energie sparen. Und da ist es natürlich schon so, und das muss ich zugeben, dass es Situationen gibt, zum Beispiel bei Regen, wo ich nicht die Zeit und Muße habe, um an trockenes Holz zu kommen. Es gibt ja viele Strategien bei Regen und bei Schnee. Und eine davon ist, dass man in das Kernholz von Totenholz eindringt und dort locken und sich das trockene Material rausarbeitet. Und das ist halt, wenn ich so ein fettes Teil habe, aus Krammer oder was auch immer, bum, 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 und ich bin drin und ich kann gleich arbeiten. Und das ist oft so, weil ich sonst meine Energie, meine Zeit verschwende. Und daher, das ist jetzt kein Aufruf zu sagen, wir nehmen nur mehr Stanley-Messer mit raus. Nein, das nicht. Aber die Kombination zum Beispiel ist ganz, ganz lustig. Und das ist auch mit einem, dass ein Stanley-Messer, das nichts wiegt, dir viele gute Dienste leisten kann und du es gut gebrauchen kannst. Das ist die Idee dahinter. Ja? Nur damit da jetzt auch nicht ein Missverständnis entsteht. Nochmal. Ein scharfes Messer, das ist es. Ein robustes Messer, und das ist es halt nicht, hat auch seine Vorteile. Dafür hat das kein Gewicht und das kannst du als EDC wirklich immer dabei haben. Und da sind wir jetzt auch gleich in der Stadt und ich zeige dann noch gleich was her, dann halt das Maul. In der Stadt kannst du das auch mithaben und es hat null Gewicht. Wenn du das in deinen Rucksack oder in deine Tasche packst, das hat null Gewicht. Und sag mir, wie oft du in der Stadt irgendwas oder wie oft du schon in der Stadt irgendwas gespalten hast. Okay, es könnte vorkommen, dass du irgendwas aufbrechen musst, weil du irgendwo eingeschlossen bist. Aber sag mir, hast du wirklich ein richtiges, so ein fettes, massives Messer da, mit dem du eine Stahltür aufbrechen kannst? Wirklich jetzt? Also bleiben wir in der Realität, ja, bleiben wir in der Realität. Und sowas hier mitzunehmen, ist kein Thema. Und an letzten Punkten, dann halte ich es Maul, ich verspreche es. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber viele Leute schreiben mich an, dass es in Deutschland, da wird diskutiert, da irgend sowas mit nur maximal 6 cm, weil alles andere ist gefährlich und wir müssen gegen die Messerstecher und gegen alle bösen Menschen vorgehen. Und böse Menschen, das muss irgendwie mit Messer anscheinend zu tun haben. So wird mir das vermittelt. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wahr ist und ob die Politiker das auch wirklich so meinen, aber egal. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mein Stanley-Messer so runterbreche, dass es nur 6 cm hat, dann habe ich ein urmassiv scharfes, praktikables Superteil mit dabei. Und das ist ein Werkzeug, ne? Weiß nicht, ob das, man, alles kann zur Waffe werden, ja. Das kann auch zur Waffe werden, wenn ich es jemanden zwischen die Augen ramme. Aber du weißt schon, was ich meine. Das ist ein Werkzeug und ich weiß nicht, ob das dann gelten wird. Einfach so als Überlegung. Gut, jetzt halte ich das Maul und ich habe versprochen, man kann das hier runterbrechen und das zeige ich jetzt auch noch her. Ja, wenn du nun den vorderen Teil, der zum Beispiel schon stumpf ist, auswechseln willst, dann suchst du dir irgendwo so eine kleine Ritze. Ja, sagst, okay, ich will jetzt nur, weiß ich nicht, diesen Teil hier weghaben. Gehst nach oben, fixierst das Ganze und dann bitte aufpassen. Aha. Das funktioniert da nicht, das ist nicht stabil genug. Also stickst das irgendwo rein und dann brichst du genau den Teil ab, den du weghaben willst. Und ja, dann ist wieder der scharfe Teil da. Das hebe ich da jetzt unbedingt auf, weil das wäre nicht gut, wenn sich da irgendjemand auf der Buschkräfte oder irgendein Gas das eintreten wird. Das packe ich gleich weg. Aber so kannst du das Ganze auch ohne Zange ganz einfach nacharbeiten. Ja, ich hoffe, ich habe dich auf neue Ideen gebracht und du hast Gefallen an diesem Video gefunden. Ja, wenn ja, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben, teil dieses Video und vielleicht magst du auch beim Survival Mentor Programm zu dieser Testaktion mal reinschauen. Ich gebe euch da auch unten den Link. Und wenn du sagst, ich möchte auch in die Bushcraft Area und da sitzen, wo jetzt der Reine sitzt und meine Projekte, muss ja nicht mit einem Stanley-Messer sein, sondern mit irgendwas anderem umsetzen, gebe ich dir auch unten den Link. Schau rein, es lohnt sich wirklich, es ist ein sehr schöner Platz hier. Und ich bin mir sicher, du wirst deine Freude daran haben. Ja, Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar, Link zu all den Produkten und dem Platz und dem Survival Mentor findest du unten. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mir wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald. Ciao.